Welcher Katzenhalter hat nicht schon mal den Eindruck gehabt, dass seine Samtpfote bei Zeiten ziemlich auf Krawall gebürstet ist? Da wird in einer Sekunde das Streicheln freudig angenommen und in der nächsten Sekunde wird der Zweibeiner unter vollem Pfoteneinsatz vertrieben. Ganz zu schweigen von den unvermittelten Angriffen, in denen Krallen und Zähne zum Einsatz kommen können. Wohl jeder hat das bereits erlebt und hat sich vielleicht auch schon mal gefragt, warum seine Katze manchmal so streitsüchtig scheint. Gründe dafür gibt es viele. Nicht alle sind von uns Menschen nachvollziehbar. Einige davon gehen allerdings sehr wohl auf unser Konto. Spontane Angriffe deines vollkommen überdrehten Fellknäuels gehören zu den Dingen, die wir oft nicht verstehen oder nicht deuten können. Einfacher ist es, unseren Samtpfoten eine Liebe zum Streit zu unterstellen, als zu hinterfragen, was denn genau der Auslöser für diese Totalausfälle ist. Hat deine Katze ihre 5 Minuten, erkennst du das glücklicherweise sofort an dem manchmal manischen Blick und den leicht irren Gurrgeräuschen, die aber viel mehr Freude und Verspieltheit zum Ausdruck bringen als Aggression. Anders verhält es sich mit einem bösartigen Gurren und Fauchen und allem, was diesen vorausgeht oder folgt. Was sich hinter den streitsüchtigen Eigenschaften tatsächlich verbirgt, finde es heraus. Das Nichtlesen oder das falsche Interpretieren von Signalen, die die Katze aussendet. Fangen wir mit diesem Streitgrund an, für den wir in den meisten Fällen selber verantwortlich sind und der unsere Katzen zu fauchenden Mini-Panzern machen kann. Das Nichtlesen oder die Fehlinterpretation eindeutiger Warnzeichen. Ganz vorne das Schwanzwedeln. Dass es nichts Gutes bedeutet, sollte jeder Katzenbesitzer sehr gut abspeichern. Auftreten kann es in den unterschiedlichsten Situationen, aber meist dann, wenn du deine Katze aus dem Schlaf reißt oder sie streichelst, obwohl sie das gerade nicht möchte. Was mit einem recht harmlosen Zucken beginnt, kann aus deiner Samtpfote schnell eine vierpfötigen Mini-Rambo und aus dir eine lebende Zielscheibe machen. Tatsächlich ist deine Katze nicht auf Streit aus, sondern macht dir lediglich klar, dass du sie in Ruhe lassen sollst. Ignorierst du das, kann es auch mal schmerzhaft werden. Deine Katze ist ein Einzelgänger. Ungeachtet der Tatsache, dass die meisten Katzen lieber noch eine Mieze an ihrer Seite haben, als alleine zu sein, gibt es den ein oder anderen Stubentiger, der es sehr wohl schätzt, keine nervtötenden Artgenossen um sich herum zu haben. Dabei spielt das Alter der Katze eine nicht zu unterschätzende Rolle. Vor allem ältere Katzensemester haben sich an ihren Lieblingsmenschen und ihr Revier gewöhnt. Kommt nun eine deutlich jüngere Katze dazu, versteht der Senior häufig keinen Spaß. Nicht nur, dass zu viel Energie und Gewusel eingezogen sind, auch das Revier und die Aufmerksamkeit des Lieblingsmenschen sind ins Wanken geraten. Die Folge? Deine Katze ist streitsüchtig bzw. eifersüchtig. Und die daraus resultierenden Aggressionen richten sich sowohl gegen den neuen Mitbewohner als auch eventuell gegen dich. Gleiches kann passieren, wenn ein neuer Partner oder eine Partnerin in dein Leben tritt. Der oder die möchte selbstverständlich mindestens so viel Aufmerksamkeit wie deine Samtpfoten. Das heißt im Umkehrschluss, dass deine Miezen nun auf einen gewissen Teil deiner Zeit verzichten müssen. Dass das ihnen nicht schmeckt, ist wohl logisch. Die Katze hat ihr Königreich. Und das soll bitte von niemandem sonst betreten werden, als von der zuvor gebilligten Anzahl an Mitherrschern. Dieses Verhalten ist in der Katzen-DNA verankert und äußert sich bei Freigängern ebenso wie bei Wohnungskatzen. Dort hat jede Mieze ihren Lieblingsplatz, ihr Lieblingsversteck oder ihr Lieblingsspielzeug. Bei diesen Dingen sind Samtpfoten sehr territorial und wer sich nicht an die durchaus abgesteckten und intern geklärten Besitzverhältnisse hält, bekommt im schlimmsten Fall etwas auf die Nase. Nicht umsonst kommt es unter Katzen immer wieder zu Rangeleien und Revierkämpfen. Extremer fallen diese noch in der freien Natur aus und vor allem unkastrierte Kater liefern sich dort das ein oder andere lautstarke Gefecht. Wenn man so will, handelt es sich hier tatsächlich um eine Streitsucht, die aber nötig ist, um dem Eindringling seine Grenzen und die territoriale Tür zu weisen. Die Katze ist Mama geworden. In diesem Fall ist äußerste Vorsicht geboten. Frischgebackene Katzenmamas verstehen vieles, aber keinen Spaß, wenn es um ihre schutzlosen Kleinen geht. In einigen Fällen kann es sogar vorkommen, dass ein Kitten verstoßen wird, wenn es fremd riecht. In den ersten Wochen solltest du strikt die Finger von den niedlichen Rackern lassen, es sei denn, die Mama gestattet es dir, das zu tun. Hältst du dich nicht daran, war es das mit der Friedlichkeit. Eine Katze, die ihre Nachkommen bedroht sieht, wird zur Furie.
Das wird nicht nur für dich gefährlich, sondern auch für andere Katzen, die es wagen, ihre Nase in diese Angelegenheit zu stecken. Angriff ist die beste Verteidigung. Immer? Wahrscheinlich nicht, aber in der Katzenlogik definitiv. Besonders dann, wenn sich die Samtpfote in die Ecke gedrängt fühlt oder dies tatsächlich wortwörtlich der Fall ist. Die Katze hat Angst, und zwar riesengroße. Aggressiv ist sie dann tatsächlich, wenn sie wie ein Berserker auf den Gegner zuschießt. Streitsüchtig ist sie dagegen nicht. Im Gegenteil, der Angriff ist reiner Selbstschutz und der sicherste und schnellste Weg, der bedrängenden Situation zu entkommen. Deine Katze ist krank oder fühlt sich nicht wohl. Ein zickiges Verhalten mit Fauchen, Beißen und Kratzen ist bei Katzen in vielen Fällen nicht mit einem cholerischen Temperament zu erklären. Wie das Miauen auch, können diese Eindrücke von Aggression einen ernsten Hintergrund haben, zum Beispiel dann, wenn es der Katze nicht gut geht. Bester Indikator hierfür sind empfindliche und schmerzende Körperstellen. Werden diese von dir berührt, tut das deiner Mieze weh. Und das tut sie mit Knurren, Fauchen, Beißen, Kratzen und angelegten Ohren kund. Das Gute an dieser Reaktion ist, du weißt jetzt sicher, dass etwas nicht stimmt und kannst entsprechend handeln. Die gefürchtete Transportbox. Ein sicheres Mittel, um selbst den friedlichsten Stubentiger zum Rocky unter den Katzen zu machen. Es gibt nur sehr wenige Katzen, die mit der Transportbox jemals so richtig Frieden schließen. Das Fiese daran, deine Katze hört meistens schon an deinen Bewegungen und dem Öffnen der Tür, hinter der sich die besagte Box verbirgt, dass diese nun auf sie zukommt. Sie hat damit die entscheidenden Sekunden Vorsprung, sich mit Zähnen und Krallen gegen das Plastikmonster und dich zu wehren. Sie sucht also keinen Streit, sondern möchte sich möglichst lange und vehement gegen die Box und den wahrscheinlichen Besuch beim Tierarzt zur Wehr setzen. Alles, was mit Medizin und deren Verabreichung zu tun hat. Das ist jeder Katze verhasst. Auch hier zeigt sich der Widerwillen, kurz das Mäulchen für die Tablette oder die Futterspritze zu öffnen, durch den sehr effektiven Einsatz der scharfen Krallen. Bis das entsprechende Medikament endlich heruntergeschluckt worden ist, sind gefühlt Stunden vergangen, in denen deine Mieze ihre Krallen in deine Finger und jede erreichbare Körperstelle versenkt hat. Zumindest dann, wenn du nicht genau weißt, wie es klappt. Dabei ist deine Samtpfote nicht streitsüchtig, sondern hat bis zu einem gewissen Grad Angst vor dem, was da auf sie zukommt. Vielleicht wird diese Aggression durch die Negativassoziation Tierarzt noch verschlimmert. Und manchmal ist das Medikament natürlich auch einfach nicht lecker. Deine Katze ist gestresst. Stress ist etwas, das Katzen hassen wie die Pest. Das betrifft sowohl Stress, der durch einen Umzug entstehen kann, als auch Stress, der durch einen Tierarztbesuch oder einen Streit zwischen den Lieblingsmenschen entbrennt. Angst und Aggression sind die häufigsten Folgen und sich zurückzuziehen ist ein weiteres Anzeichen. Ebbt dieser Stress nicht ab, kann die Katze auf dich und andere Katzen aggressiv reagieren und die Krallen ausfahren. Erneut ist sie aber auch hier nicht streitsüchtig, sondern eher unzufrieden oder unentspannt. Willst du jetzt noch wissen, worauf du unbedingt achten solltest, damit sich deine Katze nicht ganz schnell bei dir unerwünscht fühlt? Dann klick auf das Bild links. Oder willst du wissen, welche Anzeichen dich dazu veranlassen sollten, sofort mit deiner Mieze zum Tierarzt zu gehen? Dann klick auf das Bild rechts, um dir unser Video dazu anzusehen.